Ja, erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Modern Koi-Reihe und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, sich das anzuschauen. Und wir haben vor ein paar Tagen 3 der besten Showa des Jahrgangs umgesetzt, von dem Becken da hinten zu in das Becken hinter uns. Und es ist uns jetzt natürlich eine Ehre und auch ganz besondere Freude, Ihnen insbesondere unsere Kashira. Wir haben ja immer die Kashira Mawari, das ist die Gruppe der Besten. Und der Beste des Jahrgangs ist dann die sogenannte Kashira. Und hier haben wir einen Showa, den sehen Sie auch gleich. Der ist von allen Belangen her absolute Superklasse. So, no, Showa war hontoni superashi, ne? Moyo Toshitsu to Karada to Zenbu wa superashi. Ja, also Makoto bestätigt das. Der ist richtig gut. So, no, Sambiki wa Kashira Mawari desu ka? Also 2 davon sagt, das sind Kashira Mawari. Einer sticht durch eine gute Zeichnung, aber da meint er, aber ich sehe es jetzt gerade auch, da ist das Rot ein bisschen dunkel, aber warum soll ich Ihnen, ein bisschen hell, aber warum soll ich Ihnen das alles in der Theorie hier erzählen, wenn wir hier eine Videokamera haben, die das auch noch im Bild einfangen kann. So, here we go. Und jetzt raten Sie mal, wenn Sie die 3 Koi anschauen, welches hier der beste ist? Richtig, er in der Mitte. So, das war Kashira, ne? So, no, kyonen no showa no naka de. Zenbu no showa. Anata wa mainichi, sono shitsu no ippiki yarimasu ka? Maitoshi? Ja, maitoshi? Maitoshi wa nai ne, so, 3年, 2年 wa ippiki. So, jetzt war von mir gleich mal eine Frage, die ich Ihnen erstmal übersetze. Ich habe ihn gefragt, ist es die Kashira? Sagt er ja selbstverständlich. Dann habe ich ihn gefragt, ob er jedes Jahr auf einen solchen Showa aus einer Showa-Zucht zurückgreifen kann. Dann sagt er nein, jedes Jahr nicht. Eher alle 2 bis 3 Jahre ist es ihm vergönnt, einen Koi dieser Qualität unter seinen Nachkommen zu suchen. So, no, Sumishitsu wa Hontoni Kanpeki, ne? Also die Showa, die Schwarzqualität ist perfekt. Moyowa? Moyomo Sugoi, sagte, das heißt, die Zeichnung ist auch spitzenmäßig. Sie sehen, das Schwarz ist ausschließlich auf weißer Haut, zumindest der überwiegende Teil. Und das Schwarz und das Rot teilen sich quasi den wirklich sehr, sehr schön weißen Körper, die Farbqualität. Shirochimo Subarashi Ine. Also Shirochi ist die weiße Haut, die ist ausspitzenmäßig. Schwanzansatz ist super. Also, es gibt an diesem Koi nichts auszusetzen. Und sollte der in den nächsten Jahren sich weiter so entwickeln wie in den ersten 1,5 Jahren, er ist jetzt 1,5 Jahre, dann kann da was sehr Großes daraus hervorgehen. Aber auch das muss man sagen, so ein Koi-Leben ist lang und die ersten 5 Jahre als Tategoi, als Top-Tategoi, die müssen Koi erstmal überdauern. So, no, Hachichugo Senji, Kyuchu Senji mo daijoubu, so no, Karada no Shitsu. Also er sagt, 85, 90 Zentimeter sind für einen Gosanke dieser Körperstruktur kein Problem. Soll Niba Mewa? Gotchi. Das hier ist die Nummer 2 Naniga Subarashi. Also die Körperstruktur ist gut. Demo Sono Karada wa Zenzen Chigao, ne? Also auch hier gilt, da ist die Körperform grundsätzlich verschieden. Er ist der lange Typ. Soll wa Nagai no wa, ne? Nagai Type. Soll wa Takasa no Type. Also er ist der Typ, der hoch ist und dieser Koi ist der Typ, der lang ist. Die kann man nicht vergleichen. Groß werden sie beide. Sumishitsu wa? Also er sagt, die Schwarzqualität von ihm hier ist geht so. Also die ist nicht absolute Topklasse. Benishitsu wa i, ne? Also die Rotqualität, wenn man Benishitsu wa ichiban tsuyoi no koto, ne? Also wenn man den Koi jetzt beurteilen müsste, was ist das stärkste Qualitätsmerkmal, ist es hier die Rotqualität. Das ist wirklich Kohaku no Yona Beni das, ne? Also das ist wirklich ein Rot wie vom Kohaku, sowohl von der Abgrenzung als auch vom Farbton. Das ist wirklich spitzenmäßig. Moyo wa? Naniga yowai desu ka sono moyo wa? Ha? Also wenn man die 3 jetzt anguckt,
anschaut, sagt er, ist die Zeichnung einfach die schwächste. Doste sono conosco a San Bicchi d'Acque? Ichiban. Also hier gefällt ihm die Körperform nicht. Naniga yowai sono karada wa? Demo karada no mondai wa nan desu ka? Ich frage ihn gerade, wo ist das Problem an der Körperform, an der Körperstruktur? Ja. Also er sagt, der hintere Bereich ist ihm zu dünn, genau hier. Und da müsste er einfach kräftiger sein, so wie die anderen beiden. Wobei das auf dem Video so eine Linse, die verzerrt natürlich auch. Aber er fängt zu früh an, dünn zu werden. Das sehen Sie jetzt, wenn Sie drauf schauen. Also die Kopfform, die ist gut, nur hinten. Also Sie müssen immer einen Koi in drei Bereiche einteilen. Der Kopf, der Mittelbereich und den Schwanzansatz. Und nur wenn alles drei optimiert ist, dann passt es. Auch hier, die Rotqualität geht eigentlich auf den traditionellen Showa zurück. Die ist, wenn Sie jetzt das mal anschauen, dieses Rot und dieses Rot, das ist richtig dickes, kräftiges Rot, an den modernen Kohaku angelehnt. Und hier haben wir einfach ein traditionelles, sehr dünnes, orangefarbenes Rot. Nehmen wir Moyo wa I, ne? Super das Ski. Ja, also hier haben wir die Zeichnung, die ist sehr gut, die bedient wirklich auch Top-Level, überwiegend Tsubosumi, das Schwarz auf weißer Haut, nicht ganz so perfekt wie bei ihm, wobei er eigentlich keine klassische Showa-Zeichnung hat, sondern auch eher ein Unique-Koi. Sono Ichiban no Moyo wa, sono Honda Futsu no Showa no Moyo wa nai, sono wa Tokubetsu, ne? Also er bestätigt das, wie ich das gerade gesagt habe, das ist eigentlich keine Showa-Zeichnung, das ist einfach was Außergewöhnliches. So, demo sono karada tabun shurai ni mo kawarimasu ka? Karada wa? Also auch die Körperstruktur, sagt er, kann sich ändern. Auch da sehen sich die Züchter immer wieder getäuscht in ihrer Einschätzung, was der zweijährige Koi angeht. Also wenn man den jetzt nächstes Jahr vielleicht im Naturteich weiter groß sieht, dann kommt er raus und verjüngt nicht mehr in Mitte der Brustrückenflosse, sondern zeigt dann wirklich Stärke. So, jetzt haben Sie hier also zwei der Kashira Mabari. So, am einen natürlich die Kashira, der Chef. Kashira ist der Kopf, das Oberste. Und dann die Nummer zwei, die auch noch alle Chancen hat, in den nächsten Jahren zu einem Weltklasse-Showa zu werden. Weil noch ist keiner von ihnen Weltklasse, sondern alles, was Sie hier sehen, ist ein Potenzial, das mehr oder weniger in den nächsten Jahren Realität werden wird. Und da gehört aber auch die Kunst der Aufzucht, die Kunst der Haltung, die Kunst der Überwinderung, die Kunst der Fütterung. All diese Künste werden am Schluss darüber entscheiden, was aus diesem Koi werden wird. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, ich habe schon viele hochpotenzielle Koi gesehen, die einfach aufgrund falscher Haltung, aufgrund von Überfütterung, aufgrund schlechter Wasserwerte hingerichtet wurden, wo im Prinzip der Wert am Schluss nach wenigen Monaten, Jahren gegen Null ging. So, jetzt ist das auch mal gesagt. Und ich fotografiere die jetzt und dann geht es nachher mit Goromo und Kuchaku weiter. Ja, nachdem wir mit den Showa jetzt durch sind, machen wir die Kuchaku. Und auch hier haben wir wirklich traumhaft schöne Exemplare. Allerdings muss ich zu Kuchaku sagen, wenn man die mit anderen Koi vergleicht, mit anderen Varietäten, im Alter von 2 Jahren oder im Alter von 1 Jahr, haben die ein bedeutend höheres Risiko, dass aus ihnen doch nicht das wird, was man ursprünglich an Hoffnung in sie hineininterpretiert, was man an Qualität in ihnen gesehen hat. Also früher haben wir immer gesagt, circa ein Drittel bis die Hälfte der zweijährigen Top-Kuchaku erreichen am Ende des Tages das ganz große Ziel nicht, sondern entwickeln sich dann rückwärts und gehen irgendwann mal aus der Gruppe der Kashira Mabari raus. So haben wir auch Jahr für Jahr, wenn man mal die in Relation setzt, die Zahl an Zweijährigen, die wir in Naturteich gesetzt haben und was dann nach dem Abfischen an dreijähriger erstklassiger Qualität rausgekommen ist, haben wir bei den Kuchaku bedeutend mehr, die das einfach nicht geschafft haben, die nach dem Abfischen dann nur noch B-Qualität waren. So, wir haben hier, wir haben hier jetzt 4 Stück und unter diesen 4 ist die Kashira, also auch wieder der Beste. So, da war Kashira Haiteru, ne? Ja, die Kashira ist drin vom Jahrgang. Und jetzt können Sie selber mal wieder Ihr Auge testen. Ich werde jetzt mal die Kamera als erstes auf die Koi halten.
Hier haben wir einen. Hier haben wir noch einen. Sono yonengi no naka de kashira mabari wa nanbiki desu ka? Nihiki. Sanbiki? Nihiki. Nihiki. Also wir haben zwei Kashira Mabari drin, wir haben die Kashira drin und wir haben zwei hochwertige Tadigoi. Und jetzt lösen wir es auf. Makoto, dono koi wa Kashira desu ka? Das ist der beste des Jahrgangs. Nani ga ii desu ka? Nani ga tokubetsu desu ka? Ich habe ihn gefragt, was ist besonders an dem Koi? Dann sagt er, Zenbui, und lacht da freudig dabei. Also da gibt es wirklich nichts, was man an dem Koi aussetzen kann. Schauen Sie mal den metallikfarbenen Glanz an. Schauen Sie nur mal die Kopfhaut an, wie strahlend schneeweiß die ist. Jetzt vergleichen Sie es mit ihm. Vergleichen Sie es mit ihm. Vergleichen Sie es mit ihm. Und gehen Sie zurück zu ihm und dann sehen Sie den Unterschied. Und das ist Hikari, das ist der metallikfarbene Glanz. Soll über Benikuchaku desu ka? Also er würde ihn auch noch als Benikuchaku, als einen roten Kuchaku bezeichnen. Nemo kono kashira no beni wa sono kuchaku beni yori akarui desu ne? Sore wa hontou ni Benikuchaku. Also das hier ist im Vergleich ein wirklich roter, ein wirklicher Benikuchaku, aber auch er ist jetzt noch nicht, wenn Sie das Beni vergleichen mit ihm hier, sore wa Benikuchaku devanai. Ja, das ist ein normaler Kuchaku, da fängt Benikuchaku an. Und das ist Benikuchaku-mäßig möglich. So, Moyo mo subarashi, Karada wa subarashi, Kuchaku han wa? So. Also ich habe ihn gefragt, das Kuchaku han, die Matsuba-Beschubung des Kuchaku, ob die auch gut ist, dann sagt er, die ist auch sehr gut, Entwicklung, also entsprechend dem Entwicklungsstand eben. Und das wird jetzt in den nächsten Jahren Stück für Stück nach oben kommen. So, die Kashira ist also geklärt, Nibame. Das ist die Nummer 2. Naniga tsuyoi desu ka? Also das ist jetzt der klassische Tadigoi, bei dem jedes Qualitätsmerkmal gut ist, aber er hat nichts Außergewöhnliches. Also er hat nicht wie die Nummer 1 einen außergewöhnlichen metallikfarbenen Glanz. Er hat nicht das ganz rote Beni. Auch das Kuchaku-han, die Matsuba-Beschubung, ist nicht so wie bei ihm. Sie ist rückständig. Und der Körper, Karada wa kono karada yori, und der Körper ist auch etwas kürzer, wenn Sie ihn mal anschauen und mit ihm vergleichen. Das sind einfach ein paar Zentimeter dazwischen, was da in der Länge fehlt, um optisch lang zu erscheinen. Aber was der Koi ist, er steht in sehr guter Balance. Also die ganzen Qualitätsmerkmale, nicht schießt oben raus, sondern so no Koi no Zenbu no Balance wa ii, ne? So, also auch er gehört zu Kashira Mabari. Nibame? Sambame? Die Nummer 3 ist er hier auch. Und jetzt ärgern sich so viele zu Hause vor dem Fernseher oder vor dem Computer, warum er hier nicht die Kashira war. Das haben sie jetzt alle vermutet. Aber er wird nur die Nummer 4 sein. So, und das hier ist jetzt was Besonderes. Er und er sind gar keine richtigen Kuchaku, sondern die kommen aus unserer Nanashi-Zug. Sie sehen vielleicht so wenig Shizuwa, Amari, Choto, Yowai, Utsui, ne? Utsui. Also bei ihm, wenn Sie ihn anschauen, die Beni-Qualität ist schwach, die Beni-Qualität ist etwas dünn und der Metallic Hikari Moyo Wai, ne? Auch der metallicfarbene Glanz ist nicht so intensiv. Wenn Sie aber den Koi anschauen, wie langgezogen der wird, wie langgezogen er wirkt, was er für eine Körperstruktur hat, also der wird mit Sicherheit riesengroß werden. Und das soll er auch, weil aus diesen Nanashi Kuchaku rekrutieren wir ja später dann auch wieder Elterntiere, die nichts anderes zur Aufgabe haben als unser Karashi-Blut, um die Gene auf den Kuchaku zu übertragen. Und wenn man sich das hier jetzt mal anschaut, die zwei Koi, dann sind wir da schon relativ weit. So, Yomba wa Kochi. Sore mo Nanashi Kuchaku. Und sore wa naniga ichiban ii Benishitsu. Also er sagt, das ist die Nummer 4, auch ein Nanashi Kuchaku. Die Rotqualität hatten wir vorher schon.
ist exzellent, ist herausragend. Die Zeichnung ist genauso herausragend. Naniga Ichiban Yowai. Und die Körperstruktur, und das ist es, oder was Shinji da drin, ne? Nanashi Kuchaku Demo Karada wa Ichiban Dame, ne? Das ist jetzt das Verrückte, es ist ein Nanashi Kuchaku, aber die Körperform ist eben genau das Kriterium, was hier am schwächsten ist. Und das zeigt wieder, die Zucht ist immer noch die Zucht, es ist nichts Vorhersehbares, sondern da kommen immer noch Dinge raus, die am Ende keiner wirklich erklären kann. Das ist immer noch eine Blackbox, oder wie ein befreundeter Kunde letzt gesagt hat, die Koi-Zucht ist ebenso spannend, weil es niemand kann. Und da hat er wirklich recht. Niemand kann vorhersagen, was dabei rauskommt. Es ist alles, und das ist einfach so Versuch und Irrtum. Aber auch dieser Fisch kann sich verändern. Kono koi mo sono shorai ni kawarimasu, ne? Hai. Sono karada. Also auch er sagt, hier kann sich zukünftig was in der Körperform noch verändern. Demo sono ni hiki wa tabun shorai ni sono oyagoi ga omoshiroi desu, ne? So, anata wa okiku shitai, ne? Also auch hier möchte er die groß machen, in der Hoffnung, dass da später mal ein Elterntier rauskommt. Er sagt, der hier ist Tanoshimi, heißt, auf den freut er sich. Sono demo usui beni toka hikari nashi demo kanke nai. Also er sagt, wenn der Fisch, ich habe ihn gefragt, ob die, das schwache Beni und der fehlende metallikfarbene Glanz, ob das nichts ausmacht, dann sagt er, wenn der Fisch wirklich riesengroß wird, spielt es keine Rolle. Kankenai heißt, es steht in keiner Beziehung, das braucht es dann nicht. Dann hat man einfach einen großen Fisch und schauen Sie sich mal allein die Kopflänge an. Sono atama no nagasa wa subarashii. Atama no nagaishi, sono 4 hiki wa onaji esa no ryou ne. Und wenn Sie jetzt anschauen, und das ist auch interessant, die sind im gleichen Becken gewesen über den gesamten Sommer. Und wenn Sie die drei anschauen, die haben alle drei einen Bauch bekommen, die sind alle ein bisschen fett geworden. Aber er hier ist nur in die Länge geschossen und hat eben dieses Muskulöse. Und das haben wir auch schon immer wieder erklärt. In dem Moment, wo Koi fett werden, und da müssen Sie bei Ihrer eigenen Fütterung darauf achten, in dem Moment, wo Fettzellen angelegt sind, die Fettzellen wollen auch versorgt werden. Die Fettzellen, ein dicker Körper verbraucht mehr Energie, also bleibt am Schluss weniger Energie aus dem Futter für Wachstum übrig. Ideal sind die Koi, die wirklich bis 70 cm, 75 cm erstmal schlank bleiben und dann langsam Stück um Stück beginnen, ihren Körper aufzubauen. So, demo kashira mawari kochi to kochi. Sore wa kashira mawari wa nai. Also ich weiß nicht, was er mir gerade erklären will. Er sagt, das ist das... Dark Horse. Jetzt, wir nennen es das schwarze Schaf, sie nennen es in Japan wohl das schwarze Pferd. Das ist einfach ein Fisch, der hier nicht dazu passt. Das ist kein wirklicher Kuchaku. Das ist das schwarze Schaf, das es aber am Ende doch noch schaffen kann, zur absoluten Berühmtheit zu gelangen. Das war Europa de Dark Sheep. Dark Sheep war so eine Onaji Imi. So. Eure Pferde sind unsere Schafe. Ihr müsst erstmal unsere Pferde sehen, Jungs. Ja, und abschließend zur heutigen Folge von Modern Koi dann noch die Aigoromo, die ich angekündigt hatte. Auch die hatten wir vor 2 Tagen umgesetzt. Und wir hatten allerdings am ersten Tag, in der ersten Folge, als wir über 2-jährige Tadigoi berichtet haben, hatten wir schon einmal Aigoromo, hat Makoto schon einmal erklärt, gerade was Hautqualität angeht, das sehr klare, das sehr rote. Was die Kashira damals hatte, also der Beste in der letzten Folge. Und hier unter diesen Vieren befindet sich jetzt Makotos Kashira von der Zucht aus dem letzten Jahr. Und auch da gebe ich Ihnen erstmal, bevor wir auflösen, die Möglichkeit, kurz drüber zu schauen, sich Ihr eigenes Bild zu machen. Aber ich glaube, im Vergleich zu den Kuchaku aus der vorangegangenen Wanne ist das relativ einfach. Schauen wir da mal drauf. Übrigens, vielleicht das mal nebenbei erklärt, bei den Goromo werden Sie vielleicht wundern, dass die alle noch kein Goromo Han haben, also dass dieses Indigo-Blau in den Schuppen noch nicht erschienen ist. Das ist überhaupt nicht dramatisch, sondern das ist eher gewollt. Wir wollen eine Goromo, Aigoromo-Blutlinie züchten, wo eben diese Entwicklung erst zum sehr viel späteren Zeitpunkt einsetzt, weil sämtliche Blutlinien, die wir in der Vergangenheit gezüchtet hatten, die schon im ersten und im zweiten Jahr eine deutliche Goromo-Beschuppung gezeigt haben, waren dann spätestens im dritten, vierten, fünften Jahr
entweder richtig dunkel schmutzig oder die Algoromos sind zu Pudogoromos mutiert und die tatsächliche Anzahl an Algoromo nach einigen Jahren, die ging annähernd gegen Null. So, haben Sie sich entschieden, welches ist? Makoto Kashida? Makoto, yubi sashite kudasai. Anata no Kashida. So, nani ga subarashii ii desu ka? Wenn Sie da jetzt mal, ich gehe mal näher hin, wenn Sie mal genau schauen, sehen Sie auch, dass da in den Schuppen jetzt ganz langsam das Goromo Han kommt. Kara da was zu goi, ne? Also auch hier sagt er Zenbui. Und das ist, was ich in den News früher immer wieder geschrieben habe. Ein sehr guter Koi braucht eigentlich keine Beschreibung, weil er muss von allen Belangen sehr gut sein. Und hier haben wir eine perfekte Körperform, eine bockstarke Zeichnung. Wir haben sehr gutes Rot und ein Indigo-Blau, das gerade in Bezug ist, hochzukommen. Aber das ist auch die Achillesferse dieser Koi, da man nie wirklich weiß, ob es kommt und wenn es kommt, ob es gleichmäßig kommt. Denn es gibt nichts Hässlicheres als ein Goromo, bei dem die Beschuppung sehr ungleich ist, zumindest beim Algoromo. Nibame? Also Sie sehen, die Fische sind sehr nahe beieinander. Er macht es sich jetzt nicht einfach, sondern schaut sich das ganze Spiel genau an. Ich sage, es wird der Linke. Also er guckt jetzt wirklich, ja, es ist der Rechte geworden. Aber wenn der Züchter schon sagt, Mutsukashi, und das muss man sich auch immer merken für unser Tadigoi Enigma, wenn die Fische manchmal sehr nahe beieinander liegen, kann man es auch nie immer zweifelsfrei sagen. Doshite sorewa niban, to sorewa sanban? Also er sagt, hier hat die Körperform einen kleinen Vorteil ihm gegenüber. Nemo chigawa hontoni michikai, ne? Also er sagt, er hier hat den bisschen größeren Kopf im Vergleich zu ihm und sore dake, wie er gerade noch gesagt hat, heißt nur das und sonst nichts. So, ob das am Ende des Tages dann den ganz großen Unterschied macht, das wird nur die zukünftige Entwicklung zeigen. So, nibame wa naniga tsuyoi? Also außerhalb der Zeichnung ist der Koi von allen Belangen gut. Er ist einfach zu schwer gezeichnet, aber auch hier nemo tabu und jumbo size desu no moyo wa jodoi, ne? Also auch das bestätigt er, wenn der Koi erstmal die Jumbo-Größe erreicht haben wird, dann kann sich das natürlich alles nochmal ganz anders darstellen, dann wirkt die Zeichnung leichter und da sind dann oftmals auch die Koi, die in jungen Jahren eine schwere Zeichnung hatten, bevorzugt. Sambawa? Sambawa, Maruten. Maruten. No, Moyo mo chotto omotai, ne? Auch hier haben wir bei der Nummer 3 ein bisschen zu schwere Zeichnung. Eine sehr gute Rotqualität. Demo Samba wa hontoni goromo han mada nai, ne? Also er sagt, der Fisch ist wirklich gezocke. Wenn wir mal die anderen anschauen, er hat hier ein bisschen Ei, Indigo Blau, er hier hat es auch. Die Nummer 2 hat es. Sie sehen es hier im Ai Sashi nochmal die Linie vor einer roten Zeichnung. Die wird violett. Weigoromo und er hier ist wirklich jetzt Kohaku und sonst nichts. Und das ist das, was Makoto mit Gamble meint. Yombawa? Ein Doshite oder bei Yomban? Ich frage ihn gerade, warum er die Nummer 4 ist. Moyo wa Niban, ne? Also unter allen Vieren ist die Zeichnung die Nummer 2. Shitsumoi. Also er sagt, und jetzt wird es kompliziert, dieser Koi hat von allen Vieren hier die schlechteste Körperstruktur, aber die Körperstruktur ist immer noch sehr gut und das ist das, was Sie sich bei allen diesen Bewertungen, den ganzen Folgen, was wir die letzten Tage gemacht haben, immer wieder vor Augen halten müssen. Wir sprechen hier vom Top-Niveau, wir vergleichen hier kein Schaf mit einem Rennpferd, sondern wir vergleichen vier Rennpferde miteinander, die beide am großen Preis in Deutschland teilnehmen dürfen und machen uns Gedanken darüber, welcher ist nachher einen Zehnten schneller als der andere. Und das ist eben Koi und jeden Kashida, jeden Top-Koi, den wir Ihnen präsentiert haben, hat auch das Risiko, trägt auch das Risiko in sich,
dass es in 2 Jahren eine Tateshita-Nummer wird oder ein zweitklassiger Tategoi. So ein Koi-Leben ist lang. Die möglichen positiven und Entwicklungen sind alle da. Und Garantie ist das Einzige, was Ihnen bei diesem Luxusspiel hier niemand geben kann. So, Kashirano Kasowa. Nampigiga Kashira Deska, Kashira Maradi Deska. Also bis auf den mit der vermeintlich schwächsten Körperform, die drei sieht er als Kashira Mabari. Sono Zembuno, ich habe gerade gefragt, wie viel Kashira Mabari gibt es eigentlich unter den Goromo und habe da nur 15, 20 getippt. Und dann hat er gesagt, nein, so viele sind es nicht. Es sind gerade mal 7, 8 Stück und die anderen werden wir Ihnen auch noch präsentieren, wenn wir oben auf der Farm sind, denn auch das wiederhole ich gerne zum 1000. Mal. Sie werden koi-mäßig nur weiterkommen, Sie werden nur dann ein gewisses Niveau erreichen können, wenn Sie es immer wieder anschauen, immer wieder und wieder und wieder und wieder. Und glauben Sie mir, ich hatte nach 10 Jahren mal nochmal eine Phase, wo ich gedacht habe, ich lerne den Wahnsinn nie und ich habe hier damals schon jedes Jahr Monate in Japan verbracht. Und auch heute muss ich in vielen Fällen Makoto noch fragen und frage ihn gerne, weil sich die Dinge auch ändern, die Blutlinien ändern sich, die Anforderungen ändern sich oder das Wissen ändert sich, was man über die speziellen Blutlinien wissen muss. Und das ist, was ich auch in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge schon mal gesagt habe. Ah, er sieht jetzt gerade, das zeige ich Ihnen noch, er hat jetzt gerade seinen Gambling-Fisch nochmal angeschaut und sagt ganz begeistert, Chotto Aru, ja? Und Chotto, warte, warte, jetzt machen wir erstmal Chotto scharf hier. Chotto, warte. Ich hoffe, es ist jetzt scharf. Chotto, wie sagst du? Also hier sehen Sie ein ganz klein wenig, dass da Indigo-Blau hochkommt. Und das ist eben das, was jetzt auch eine gewisse Sicherheit gibt. Immer Chotto Ansini Narimashita, ne? Also er ist jetzt ein bisschen sicherer geworden als Tategoi. Und jetzt ist er auch zu Recht in der Gruppe der Kashira Mabari. Immer Kara Honto no Kashira Mabari no Member des, ne? Ich geh jetzt einen Tee trinken. Den geilen Hopfenblütentee kann ich Ihnen empfehlen. Also, bis die Tage.